Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Jetzt kann das Teleskop Gimbal nicht voll seine Fähigkeiten ausspielen mit Blick auf BA10. Was ich nicht bedacht habe, ich sehe fast nichts vom Display. Also das Teleskop ist auch nicht sehr lange, sonst wäre es glaube ich mit einem Gimbal auch nicht so richtig möglich, aber 20 cm reichen. Dass es gut über den Bauzaun geht, kam mir auch schon als Kommentar, genau richtig. Das war die Idee. Und ich kann ja auch vom Griff aus zoomen. Also haben wir schönen Einblick in BA10. Aber jetzt ist es ein reiner Blindflug. Ich hoffe, man sieht noch was. Und ich möchte mal K23 Kelchfuß auch noch ein bisschen filmen. Muss ich aber jetzt erstmal suchen. Zoomen wir erstmal raus. Und da ist auch mitten im Bild. Die Webcam zeigt ja, dass da noch nicht weitergearbeitet wurde. Wird jetzt noch an anderen Ecken geschafft. Und eine Ecke davon ist D9. Die Schwindgasse wurde direkt gut zu sehen mit Turm 1 am Südturm. Südausgang am Bahnhofsturm, jetzt habe ich wurde begonnen, da ist diese Schalung drin, die auch die Seitenwand mit bauen lässt. Ja, und D10, die zweite Hälfte, sieht man auch sehr schön, ist auch kurz vor der Fertigstellung mit der Armierung. Ja, und ich schätze, wenn D10 fertig ist, dann gibt es wieder Personal für hier. Und noch einen Weitwinkelüberblick und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!